Ja, ich mach mir dann so einen Verband und dann mach den auf den Verband zieht, weil dann sieht auch mein Ticken nicht. Und ich finde das nicht abdrücken. Ja. Ist das überhin schon, oder? Das ist doch wieder Packung. Stopp! Ist klar, du hast es mir in die Hand geschossen. Für dich müssen meine GC-Scheiben weg. Was hab ich gemacht? Ach, Matt! Kannst du ohne und also. Okay, gleich. Okay, Handschuhe? Der Mittelalter. Ja, Handschuhe sieht vielleicht aus. Ich habe auch. Jetzt muss ich ohne Handschuhe. Bei mir, wenn du da mal reingehst, sind es gleich wieder. Okay, diesmal Konzentration. Das ist klar, der Fall ist wieder auf der rechten Seite. Ganz typisch, die Höhe war jetzt gut, du weißt, wie es grundsätzlich geht, aber du hast vorhin den Tor angeschossen. Deshalb ist es klar, dass du erstmal deutlich zu weit rechts landest. Das wird ein teurer Tag für dich, oder? Bis jetzt wissen wir bei allem, wie es sind. Das rede ich mir auch ein. Ich habe auch einen vorbeigesammelt. Das ist das erste Mal seit Monaten, dass ich einen Pfeil vorbeigesammelt habe. Hast du dir noch gemerkt, wo der eine Pfeil steckt? Das, also ein weiß ich von euch. Der Bogen ist zu schwer für ihn. Ja. Nimm dir doch einen Vereinsbogen. Der Bogen ist zu schwer für dich. Ja, den kann er nicht mit Daumen schießen. Das ist das Problem. Ja, das stimmt. Daneben gestand, wurde erwischt. Er hat es dann eben im Spiel am Abend gebrochen. Er kann den gar nicht halten. Du kannst nicht schießen so, das ist Quatsch. Weil der Bogen ist tatsächlich so schwer für dich. Dadurch zitterst du vorne und dadurch gehen die weg. Das ist nicht nur, dass das geht ja mit zwei Fingern. Das ist einfach wesentlich schwerer. So viel Kraft. Als, ne? Um so einen Bogen zu schießen, brauchst du wirklich Training. Ja. Und die Muskeln beanspruchst du im normalen Leben nicht. Vielleicht mit einem einfachen. Ja, das ist Quatsch. Das ist schade um die Pfeile. Die finden wir wieder. Das sind meine Guten, die müssen wir wiederfinden. Ich hab gerade gesagt, ich weiß schon, wer morgen neue Pfeile.